Wir spielen nach langer Zeit mal wieder eine Runde Mario Party auf TikTok. Und als erstes würfeln wir eine Nummer 5. Und das erste Spiel, was wir halt eben spielen, ist Laser Tag. Damit habe ich eigentlich, naja, gut, mehr oder weniger gute Erfahrungen. Also ich verkacke da eigentlich immer. Es lief eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Wir haben halt eben ein paar Leute natürlich erwischt. Ein paar Leute haben uns erwischt. Es kam dann halt eben zu so einer kleinen Massenkamerollage. Und da war halt eben einer auf dem Dach dann in dieser... Ja, in diesem Container, was das darstellen soll und so weiter und so fort. Also es war dann halt eben schon relativ viel. Wir machen aber unterm Strich zu dem Platz 5 und damit bin ich eigentlich sogar ziemlich zufrieden. Wir hoffen danach eine, naja, mehr oder weniger gute 3, kann man sagen. Also es ging jetzt nicht wirklich vorwärts. Danach kam also das Spiel Drachenflucht und das habe ich euch mal in einer 10-fachen Verschnelligung gemacht. Und wir werden dann Platz 5 und würfeln eine 6. Nachdem wir also eine grandiose 6 gewürfelt haben, kommen wir also erstmal zu einem Spiel, was mir gar nicht mal so sehr liegt, und zwar Heißer Boden. Und ja, was heißt nicht so sehr liegt? Also eigentlich bin ich ganz gut, auch vor allem in Spleef, muss man sagen. Aber jetzt halt eben, wo man da so rennt und dann halt eben einfach nur hinter einem der Boden weggeht, bin ich jetzt nicht ganz so gut. Ich habe da halt eben auch nicht so eine hohe Platzierung gemacht, gerade mal Platz 9. Wer will danach eine 2? Also das, ja, ich war da schon ein bisschen salzig in dem Moment, muss ich sagen. Danach kommt ebenfalls ein nicht ganz so guter Spielmodus, und zwar Schießstand. Ich bin ganz einfach nicht so gut mit dem Bogen. Und da müsste man vielleicht nochmal ein bisschen Aufbautraining machen, muss ich so sagen. Und ja, ich habe da halt eben jetzt auch keine hohe Platzierung hingelegt, muss ich dazu sagen. Wir sind gerade mal Platz 11 geworden und würfeln eine 4. Und als nächstes spielen wir ein wunderbares Spiel, muss man sagen. Und zwar spielen wir nämlich Paintball. Und in Paintball sehe ich mich natürlich, da bin ich einigermaßen drin gut. Wir erwischen also auch ein paar Leute. Ein paar Mal werde ich natürlich auch selbst getötet, muss ich dazu sagen. Hier und da natürlich immer mal hin und her. Aber es ist im Allgemeinen eine riesen Massenkamerollage, muss man sagen. Ne, zum Beispiel wie jetzt gerade, und ich mache im Endeffekt halt eben Platz 4 dort. Wir würfeln dann auch eine 4, also Platz 4 und würfeln eine 4. Wir sind auf einem Ereignisfeld, kriegen also nochmal eine 1 dazu, machen also eine 5 insgesamt. Und danach wird also gespielt, und zwar Sammelwaren. Und Sammelwaren ist jetzt so ein Modus, ne, gut, da bin ich jetzt nicht ganz so der Profi drin. Und ich bin immer so blöd und baue dann zum Beispiel am Anfang direkt einen ganzen Baum ab, weil ich denke, ich kann daraus halt eben verschiedene Sachen craften. Das ist aber hier auf TikTok gar nicht so. Denn hier ist natürlich wirklich so, du musst das Zeug sammeln, was du halt eben haben möchtest. Und danach gewinnt also Bailey, ich hoffe mal, dass ich den richtig ausgesprochen habe, die Runde, und ich werde insgesamt Platz 8.